Welcome back to another German Food Review, and it's sandwich time. And look at that here, avocado. Avocado man still here. Here's a sandwich for you with avocado on it, and it's also vegan. Do they mention this somewhere? Yes, frische Schnitte, Vollkorn, Avocado, vegan would be the German pronunciation. And it's Schnitte is basically a sandwich. A Schnitte is a slice of bread. Vollkorn is whole grain and it's fresh, avocado and vegan on it. No, not vegan on it, avocado is on it and it's vegan, all right. Roggenvollkornbrot, so rye, whole grain bread. And where's actually, you can see it, 33 gram of tomato and 25 of avocado. So why is the thing called avocado and not tomato? There should be more avocado and tomato on it, right? Whatever. Sesame seed, 15%. What is that? Ah, hummus is on there. Interesting. Yeah. That's it. It's from Backpack. You can see the location, Potsdamer Platz. Right. Calories, yeah. It also give you the calories. 200 gram. I'd say 320, right? 1.1% of salt. Okay, good. And low fat, high carbs. Yeah, also a coffee, right? Yeah, guess the price for this piece here. Actually, the avocado version is more expensive than the salami version, which is kind of strange. But here's the price, 2.40 euro, salami would be 2 euro. And you can't pay with plastic. That really sucks. And of course, a coffee, 2.99 venti drip coffee from Starbucks. Yeah. Was close, right? Why not? And I said without milk, and this cup should be really full, right? Let's unwrap this thing here. And then let's eat it. Uh-huh. There was also Gouda version and one more. Well, I took the avocado version. And you can see it's not my favorite bread actually. Yeah. Okay. And it was cold, refrigerated. But it's not cold anymore. Good. And you can see. Oh, I broke it. Alright. Where's actually the avocado? Is that all? Nah, here it is. Avocado pieces. So two slices of tomato equals 33 gram. And there's some salad or lettuce. Yeah, let's fix the sandwich. Yeah, that's why I hate this bread, right? It breaks quite easily. Always. Is there something? Well, let's see if it's there. There's a thumbnail here. All right. Let's zoom in. And that will be the thumbnail. Good. Yeah, let's eat it. I prefer tasty bread. I guess it is tasty, but it breaks. White bread doesn't break that much or that easily, I mean. Yeah, let's eat it. You can see the avocado for the avocado lovers. Looks interesting. Right here. Ooh, what's that? Looks like oat. Yeah. All the versions where was this bread. I'm not really a fan of it. Yeah. It tastes more like tomato than avocado, actually. And of course, there's a lot of bread flavor. But I dislike the eating experience a little bit. It's like eating a piece of rice. I like rice, but feels a little strange. I mean, it also looks a little like rice, right? You can't really see it. Let's zoom a little in. You can see it looks like rice packed into bread. Yeah. Here's the coffee. Full pasta. Like it really full. Yeah, you have to say without milk, right? Otherwise they give you less, like that here. With milk without milk they give you more.
quite roasty fits with the bread. The bread isn't really roasty, but that's not white bread, right? Here you go. That's actually the hummus. That here. Could be a little more, I guess. Yeah, this bread gets dry really quickly. And it's dry. Okay, let's try the... Oh, this is actually the German part here. Anyway, here we go. Yeah, very light flavor this time. Yeah. Tomatoes, of course, okay. Here we go. I just like the bread. Not for me. But yeah, I can try it, right? Vollkorn. Schnitte. Yeah. Generous thumbs up, right? It's not bad, but it's not really awesome. And I think there should be more avocado on it. It tastes more like bread and tomato than avocado. Prost. And why is this thing more expensive? Or maybe avocados are really expensive. I don't really know that, actually. Are avocados really expensive? No idea, but maybe that's the case. Here we go. Generous, Santa. Generous. I wouldn't buy this again. I don't really like such bread. But okay. Yeah, it's not bad, right? If you're hungry, you can eat it. But for 2 euros 40, one more zip, and then... German part. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas für die Veganer. Falls welche zugucken. Aber natürlich auch für alle anderen. Aber das Ding ist hier halt vegan, da ist der Avocado drauf. Es gab auch noch eins mit Salami, Gouda und noch irgendwas habe ich jetzt vergessen. Aber das hier ist frische Schnitte, Vollkorn, Avocado vegan. Ja, alle Brote waren mit diesem Brot ausgestattet. Und ich wollte es einfach nochmal testen. Aber ich bin nicht so ein Freund von diesen Broten. Die erstmal, wie hier, fallen die sehr schnell auseinander. So schneiden geht schon mal gar nicht. Und auch wenn man die kauft so, fallen die ganz schnell auseinander. Und die essen sich immer sehr komisch. Und die schmecken nicht so geil wie andere Brote. Aber wir werden mal gucken, wie das hier ist. Was ist denn hier drin? Erstmal ist die Location, Backwerk. Potsdamer Platz. Okay, Roggenvollkornbrot. Und ja, da ist mehr Tomate als Avocado drin. Und wisst ihr, wie teuer Avocado ist? Das weiß ich nicht, aber einige wissen das bestimmt. Was kostet Avocado? 100 Gramm zum Beispiel. Wie viel hat so ein Avocado-Ding? Keine Ahnung. Hab ich noch nie gekauft, ein Avocado. Okay. Hummus ist auch, da auch noch drauf sein. 20 Gramm. Na, das kannst du vergessen. Da war niemals 20 Gramm Hummus drauf. Ja, Hummus ist eigentlich ganz nice. Aber da war niemals 20 Gramm drauf. Dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen cremiger. Natursauerteig. Ja, esst ihr gerne so ein Roggenvollkorn-Schrotbrot? Ich bin da nicht so ein Fan von. Ah, Feldsalat ist auch noch auf dem Rampen. Okay, dazu gibt es noch einen Kaffee. Schön voll gewesen. Preis für die Schnitte da. Schnitte klingt immer gut. Eine Schnitte. Ihr sagt ja auch Schnitte. Oder lieber Stulle. Kostet, ich schätze mal, zeige ich euch gleich, 3,21. Here we go. 2,40 €. Frische Schnitte, Vollkorn. Ja, und man muss bar bezahlen. Das nervt richtig. Jetzt habe ich 2,40 € in der Tasche, ja. Ne, 2,60 €. 2,40 € kostet das Ding. Was soll man mit den 60 Cent machen? Okay. Der Kaffee kostet 2,90 € und da kann man immer mit Karte bezahlen. Okay. Sagen wir mal, Kosten, das Ding hier. Und ja, es ist auseinandergefallen. Ihr seht ja, es bricht ganz schnell. Das biegt sich nach oben. Sieht schon alt aus, obwohl es ja nicht alt ist. Ja. So, das soll 20% Hummus sein. Das stimmt nie im Leben. Und da ist eine Tomate drauf und ein Stückchen Avocado. Ja. Und ich hatte ja mal Avocado von Subway oder so ein Avocado-Mix. Guacamole oder wie es heißt. Das war eigentlich ganz lecker.
Aber wie wird man das hier kosten, wenn ich das wieder zusammenpuzzeln kann? Ja, ist furchtbar zu essen, wenn einem das Brot auseinanderfällt, wenn man das in der Hand hält so. Und ja, es isst sich immer wie so ein, ich habe mal Reisbrot gesagt so. Wenn man Reis ganz fest zusammen macht, dann hat man auch das quasi selber, schmeckt natürlich anders. Schmeckt genauso, wie es aussieht. Ist jetzt nicht der aufregendste Geschmack, aber kann man sagen, okay, geht noch. Aber das ist nicht so furchtbar so. Es fällt alles auseinander und das, ich weiß auch nicht, sieht doch nicht so geil aus. Oder? Da gibt es geileres Brot. Here we go. Ja. Also von dem Humus merke ich jetzt hier gar nichts mehr. Ist mir gar nicht im Englischen so aufgefallen, aber da sind niemals 20% Humus drauf. Da sieht eher wie 0,2% aus. Avocado war auch ein bisschen drauf, schmeckt aber null nach Avocado. Die Tomate ist viel stärker, da muss mehr Avocado drauf, wenn das ein Avocado-Sandwich sein soll oder Schnitte. Und es schmeckt eigentlich fast nur nach Brot, mit also Brot mit Tomate quasi. Ja, hier wie auch. Ihr seht ja, das fällt gleich auseinander. So ein Brot würde ich mir nie zum Abendbrot kaufen. Aber ja, schmeckt natürlich nicht schlecht so. Am Geschmack liegt es nicht. Aber schmeckt auch nicht so geil wie andere Brote, aber Geschmack würde noch durchgehen. Aber diese Konsistenz geht überhaupt nicht klar. Es bröckelt so und so. Brot. Ah, schöner großer Kaffeebecher. Ja, passt dazu zu so einem dunklen Brot, ein dunkler Kaffee, ein bisschen röstig. Okay, wenn wir hier noch wegsnacken. Hier seht ihr das. Oh Mann. Ja, wie soll das doch halten? Da haben wir nur Körner zusammengedrückt. Das ist ziemlich trocken, wenn man es so isst. Ja. Das ist jetzt hier nicht der große Wurf. Also ich glaube, die haben den Humus vergessen hier so. Mehr Avocado. Sagen wir mal 40 Gramm Avocado. 40 Gramm Avocado bitte. Das war niemals 10% Humus. Und falls doch, dann macht mal 20 draus. Tomate ist okay, Brot, ja. Warum ist das Avocado-Ding teurer als das Salami-Ding? Salami war am günstigsten, glaube ich. Vielleicht wird das am meisten gekauft. Prost. Ah, schöner großer Becher. Ja, das Problem ist auch, das Ding ist, wird kalt gehalten. Das ist auch das Gute bei Starbucks zum Beispiel. Da haben die auch so frische Sachen. Aber da sind die nicht kalt. Die kann man gleich essen. Das hier könnte man nicht gleich essen. Ich meine, wer will ein Brot aus dem Kühlschrank essen? Ich habe eine Weile gewartet, war auch nicht mehr kalt, aber dann seht ihr, bröckelt es gleich und so. Okay. Ja, gerade so Daumen nach oben. Kaffee bekommt natürlich einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.